still have to organize my things a bit because this is very ad hoc. So, first thing I need is my laptop. I'm a pirate. And this is my rather stubborn laptop. Günther, can I get that mic? Beautiful. Well prepared for things to come, not. There should be a title like Freedom of Speech, International Pen. And as you might have realized yesterday, Dennis Yüksel, former TASS reporter and reporter of Die Welt, was in prison in Turkey. And on the same day, because everything comes in packages, Donald Trump was calling some organs of the press enemies of the people. That's rather strong signs that freedom of speech is now threatened in a way we cannot imagine. I have fond memories of brighter times about almost 10 years ago when I was working for International Pen, for the Pen Center of German-speaking writers abroad. International Pen is an organization of writers, and although it seems as if we were at stakes with them because of our copyright ideas, they are quite close to us. International Pen was founded in the early 20s, after World War I, after this horror of blood where nations clashed at each other. And I don't have the figures, but hundreds and thousands of people were killed. And under this impression, some writers in England first founded Pen and gave it the following charter. Pen affirms that literature knows no frontiers and must remain common currency among people in spite of political or international upheavals. In all circumstances, and particularly in times of war, works of art, the patrimony of humanity at large, should be left untouched by national or political passion. Members of Pen should at all times use what influence they have in favor of good understanding and mutual respect between nations. They pledge themselves to do their utmost to dispel race, class, and national hatreds, and to champion the idea of one humanity living in peace in one world. And the last, and most important one for us, PAN stands for the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations, and members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expressions in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever it is possible. PEN declares for a free press and opposes arbitrary censorship in time of peace. It believes that a necessary advance of the world towards a more highly organized political and economic order renders a free criticism of governments, administrations, and institutions imperative. And since freedom implies voluntary restraint, members pledge themselves to oppose such evils of a free press as mendacious publications, deliberate falsehood, and distortions of facts for political and personal ends. That does it for me. And I try to live after this, and I try to write after this. But since a beautiful charter and a beautiful club isn't enough,
Writers in Prison was founded in the 1960s. After some journalists in Spain were imprisoned and nobody seemed to be there to help. The problem is, there are regimes out there, and every year writers are being oppressed, threatened, sued, imprisoned. They face trials, if they face trials, are sentenced to death, life or death, are hurt and killed. What Writers in Prison does is collecting these cases, provide those people counsel, and send observers to trials if trials are there. They do a lot of research, and they make a yearly case list so everybody can look upon it and say, okay, in these countries, journalists and writers aren't safe. The other thing is, and that's where we might come in, they write letters, postcards, faxes and mails to the demagogues out there to make a very strong point that you're being seen, we're watching you, we know what you do. And every year on the 15th of November is Writers in Prison Day. I try to get it into pirates, that's where I come in, because I did a couple of those evenings we made for German writers abroad. In 2008 it was China. China is quite a problem regarding freedom of press, freedom of speech, freedom of everything. And in 2008, if you remember, there were the Olympics. And you know, this Olympic fire thingy where they go around the world was a pen made, the pen poem relay. And this was every time the Olympic fire arrived at a country, the writers there started, well, another happening where they wrote one certain poem. And I'm absolutely sorry, I tried to find it in English, but it doesn't sing anywhere, and I want to read it to you now. But first I will say some words about Shi Tao. Shi Tao is a writer, a journalist, and he writes also poems. And the poem June is about Tiananmen. Juni. Nicht ein Tag ohne Juni. Im Juni starb mein Herz, starben meine Lieder, auch meine Geliebte starb in einer Lache romantischen Bluts. Im Juni platzt in der Sonne die brennende Haut, zeigt sich die Wahrheit der Wunden. Im Juni verlassen die Fische das blutrote Meer, um anderswo in den Winterschlaf zu fallen. Im Juni ändert die Erde ihre Gestalt. Die Flüsse geben keinen Laut. Unzustellbar türmen sich die Briefe der Lebenden an die Toten. If you remember Tiananmen, it was an absolute catastrophe. It was a demonstration on one of Beijing's biggest places. And it was, well, they killed people, and a lot of them, and they used tanks. At the end of this year, another literate from China was imprisoned. I'm not sure if he's out of prison yet, and was awarded the Nobel Prize. That's where I come in. Am 9. Dezember 2008 verhafteten sie in Peking Liu Xiaobo, um die Veröffentlichung der Charta 2008
für Freiheit und Demokratie in China zu verhindern. 59 Jahre und 364 Tage nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. The next year was Russia. We had a talk about Gulag. I don't know if anyone has ever read Archipel Gulag from Solzhenitsyn. You did. It was a part of the Soviet system to imprison people who they thought would be against the regime. And one of those people was Vladimir Shalamov. And I have some books around, you can get them. And he had one very beautiful text in there, but I won't read it because copyright issues. I don't want to risk anything. And it might seem that oppressive times in Russia are over, but that's not the case. And on this evening, and you can read this later, if you like, you can sneak a peek into the book. It was Anna Politkovskaya, which was a main case back then. A Russian journalist who was a reporter in, oh God, Chechenian. I cannot pronounce it in English. And she was poisoned several times, and she knew she was followed, and she was killed in 2004, I think. It was one of the main cases of Penn, and it's still one of those main cases from what you know, what Putin does to his enemies, to his outspoken enemies. 2010 was White Russia, Belarus, and there we had the suppression of the Belarus language, which is another thing about freedom of speech, because if you go on and force the people to use a certain language so that the other dies down, this other people regard it as an act of rebellion to use this language. And Vasina Mod is one of them. Quite beautiful little writer. She writes poems, and I didn't find a book. Paki is the last one I had. And now to something completely, well, actual, Turkey. The last evening I participated was Turkey. And you don't need to think that Deniz Yüksel is the first one to be imprisoned in Turkey. Back in 2011, it was Doğan Akanlı. Doğan Akanlı lives in Cologne. He's quite outspoken about the Armenian massacre the Turkish did in World War I. And that's not a thing they like to see in Turkey. It has become even worse, but Hrant Dink was one of the first people, not one of the first people, one of those people in the 2000s who died because they were outspoken about the Armenians. And he had a text there on Havadi. And I think I read you a few sentences. He was imprisoned in Turkey when he wanted to meet his father, who was dying, and
sorry again, it's German. Sibirien von Doğan Akarlı. Endlich bin ich in Istanbul, bin aus dem Flieger ausgestiegen und gehe zur Passkontrolle. Ein wenig aufgeregt bin ich auch. Beinahe 20 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Ausgestiegen bin ich als Erster, aber ich verlangsame meine Schritte, um nicht als Erster an der Kontrolle zu sein. Ich zeige meinen Pass vor. Mein Personalausweis ist ebenfalls in der Tasche, vorzeigbereit. Doğan Bey, haben Sie auch Ihren türkischen Ausweis dabei, fragt mich der Beamte, der meinen Pass am Computer überprüft. Nein, ich bin deutscher Staatsbürger. Aus der türkischen Staatsbürgerschaft hat man mich rausgeworfen. Nein, Efendim, man hat Sie sicher nicht rausgeworfen, so etwas gibt es nicht. Man wird nicht aus der Staatsbürgerschaft rausgeworfen. Ich schon, offiziell, mit dem Urteil des Ministerrats vor 12 Jahren. Unmöglich, das nennt man nicht Rauswurf, sondern Verlust, Verlust der Staatsbürgerschaft. Wie Geld, wirft man Geld raus, man verliert es. Genauso, werfen Sie Ihr Geld raus, nein, Sie verlieren es. Sie werden Ihre Staatsbürgerschaft verloren haben. Sind Sie dann und dann geboren? Ja. Und Sie stammen von da und da? Ja. Dann müssen Sie mit uns kommen. Es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Ich gebe euch später. I will give you the rule and you can read the rest of the text because it would make it all too long. So, where do I want to go from here? I'd find it rather important if we as pirates, and we have the advantage of an international community, go straight to international pen and offer them our help in watching them, writing, mail bombing them, and researching things. I would find it absolutely important that we offer our intelligence, our strength, our manpower to international panel. That's it. Thank you, Nadine. Are there any questions? Thank you for your speech. I find it great that you are engaged in favor of international authors, writers. I find it a very important work. But I'm quite in opposition to what I took mainly as your message of the speech from the beginning. Because in my thoughts I thought is it the threat of to freedom of speech and freedom of press, does it come from authoritative regimes or Trump, or is it not more that we have like citizens in countries like Germany or the US, which are quite disgusted by the politics in their countries, and they don't want to have anything to do with politics, so they also don't see the value of freedom of press and of freedom of speech, because they don't have the idea that they could use this. It's a bit complicated, but I think you talked about the press, that Trump said the press is like betraying the people. Mm-hmm. And I just think, yeah, what else could be right if this is not right? Because it is, I think, isn't it a problem? Shouldn't we begin where we can easily begin in Germany and say, yeah, people awake and use the press and the media in a with awareness, yeah, of what is plausible, what is possible, what is plausible, and not follow all these rights, this RITES, yeah, the rights of how the press is reporting from politics, and is there
not the, the bigger threat to freedom of press, that the press itself censors itself, what it writes, what it offers to the citizens. Do you understand me? I understand you. I think many people in the US and in Germany think that writing or journalism is kind of elitistic. So they have the feeling, a feeling cut off. They don't have the feeling that culture and all those high and mighty things aren't interested in them. And you can't tell them otherwise because they're quite stubborn. And they really go after everybody who, well, tells them that they're right about this. So, and in Germany and in the US, writing and journalism, well, if you dig it, it's a thing of beauty. But you can get the feeling that's people who are in closed circles, and that's wrong on so many levels, because writers aren't those who are very elitist. That's what they are made of. That's what they make them. And the thing which is regrettable is that you can have the feeling that culture and the people are moving faster apart than the rich and then the poor. So we should get that back together. We should get that band back together. We're on a message from Penn. Pirates, because it's culture is for the people, writing is for the people, journalism is for the people, and if you look at other countries where journalism is oppressed, where freedom of speech is oppressed, where culture is oppressed, you realize that there are so many journalists and writers and artists who are really about the people, and who are giving people and their problems meaning. So we have to get back to that. And you can't separate it from each other. That's not possible. Because writers, artists, and journalists, they come from us. They are ours. And we have to give them the respect they deserve. And what I don't want anymore, and that's since I'm in the press in the Pirate Party in Germany, I don't want that anymore. That our people are going against the press. Because in the end, you have a Donald Trump, you have an Erdogan, or you have a Bernd Höcke. Thank you for your speech. Thank you for your remarks right there. Yesterday, the European Parliament passed a new anti-terror directive that can also be used with some vague, let's say, wordings that can be used for censorship. And some acts of protests can be defined as terrorism, which is really also a threat to the freedom of speech and to the freedom of press. And I think if we in the EU start with censorship and declaring people as terrorists, then authoritarian regimes like Turkey, like Erdogan in Turkey, etc., they will just say, well, the EU is doing the same, we can do it as well.
It's the fast track to hell. Okay, thank you for your answer, but I have not achieved the goal to say what I really wanted to say, because I take what you said, so that journalism is seen as elite. Why don't you try it in German? Off the record, so to speak. Ich kann auch auf Deutsch antworten. Okay, also ich versuche es auf Deutsch. Ich glaube eben nicht, dass im Allgemeinen bei der Mehrheit der Bevölkerung, ich rede von Deutschland, ja, ich habe gesagt, wir sollten hier anfangen. Mhm. Ich glaube nicht, dass Journalismus als etwas Elitäres gesehen wird. Ich glaube im Gegenteil, es wird heruntergeschaut auf diese Schreiberlinge. Sie sind selber schuld daran. Ja. Also, zumindest, wenn ich Süddeutsche nehme, wenn ich Taz nehme, wenn ich Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, egal, nehme, das sind deutschsprachige Raum, Salzburger Nachrichten, man findet überall, gerade auf den Titelseiten, tendenziöse Artikel, die eigentlich bei der Taz wieder unter umgekehrten Vorzeichen, aber tendenziöse Artikel, die nicht argumentieren, wo die Substanz fehlt, auch wenn man weiterblättert, wenn die Tageszeitung, die Lokale zum Beispiel, wenn da die PA-Meldungen, die nationalen, internationalen, bayerischen Meldungen, ich lese die Schlagzeilen, ich habe keinen Bock weiter zu lesen, weil ich weiß, okay, es geht in die und die Richtung. Es ist für mich eine ritualisierte Berichterstattung. Ja, und wenn zum Beispiel ein Politiker sagen würde, tut mir leid, kann ich im Moment nichts dazu sagen, brauche ich noch 2-3 Tage, der würde so verrissen werden, dass er das nie wieder macht. Also man muss ständig eine neue Sau durchs Dorf treiben, aber inhaltlich und substanziell tut sich nichts. Und die Leute machen das mit und ich glaube, es ist ein Bildungsproblem. Wir haben wirklich ein massives Bildungsproblem in Deutschland, vielleicht auch anderswo, aber ich sehe es vor allem hier in Deutschland. Wie benutze ich die Medien? Wie finde ich heraus, was ist wirklich plausibel, was hat Substanz? Und wo soll mir zwischen den Zeilen was vermittelt werden, was nicht vernünftig ist, was eigentlich nur den Rechten dient, wozu man dann Sozialdemokratische Partei auch zählen muss in der Bundesregierung. Und warum lassen wir uns das gefallen, warum machen die Bürger das mit? Und warum vor allem, warum, wenn wir von Journalisten sprechen, die ja zur Elite gehören, warum können sie es nicht besser, wollen sie es nicht besser? Ich gehe davon aus, sie wollen es nicht besser, sie darf dürfen ich? Es nicht, sie betreiben eine freiwillige Selbstzensur. Nein. Ich arbeite 2-mal die Woche in der Redaktion. Mittlerweile mache ich so kleine billige Sachen, Schnäppchen, weil ich bei Burda bin, bei der Chip. Das ist ganz böse. Und wir liefern den Leuten, was sie anklicken. Wir liefern den Leuten, also unseren Besuchern auf der Website, also ich mache Chip Online, das, was sie haben wollen. Das kann man jetzt auf 2 verschiedene Arten und Weisen angehen. Entweder, und das ist dann schon, nee, andersrum. Die Leute kommen von der Journalistenschule runter, sie haben wahnsinnig hohe Erwartungen, sie sind heiß auf den Job, sie wollen arbeiten, sie finden das alles total geil. Und dann werden sie, und sie sind vielleicht sogar speziell interessiert, das ist halt bei uns bei der Chip so. Und dann stellt sich halt raus, dass ihre tollen, hochgestochenen Technik-News halt wirklich nicht geklickt werden von dem Publikum, was die Chip halt einfach noch besucht. So, was machen sie? Sie kriegen von ihrem Chef die Vorgabe, neben den Artikeln, die halt hochgestochen technisch und toll sind und ein paar Tage Recherche erfordern, weil sowas erfordert immer Recherche, hat auch noch ein paar billigere Sachen zu schreiben. Unsere Leute in der Redaktion sind toll, ich mag die. Und die könnten mehr, das weiß ich. Könnten wesentlich mehr und sie würden auch mehr wollen. Man sitzt da drin und dann muss man einen Artikel dazu schreiben, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, könnt ihr gerne meinen Namen googeln. Kim Kardashian veröffentlicht ihre neuen
diese komischen Bilder da, diese kleinen Social-Bilder, diese Emojis mit ihrem Hintern drauf. So. Der normale, jetzt schon 2 bis 3 bis 4 Jahre aus der Journalistenschule raus, Junge oder Mädel, versucht halt, gibt halt dann die Pflichtübung ab. Und das ist halt dann immer schade, weil dadurch sinkt das Niveau und dann wird es halt immer schlechter. Süddeutsche Zeitung, Taz, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die unter weniger Druck stehen, das sind Tageszeitungen. Die müssen also genauso Sachen machen, die sie nicht wollen, wo aber der Editor-in-Chief oder wer auch immer sagt, macht mal. Und zwar so, wie es die Redaktionsrichtlinien halt auch vorschreiben. Unseren Dreh reinbringen. Das schmeckt auch nicht jedem. Den Leuten daraus einen Strick zu drehen, dass sie die Arbeitsleistung abliefern, die das Publikum von ihnen verlangt, weil letztendlich ist es immer das Publikum, das es von ihnen verlangt. Und dafür zu sorgen, dass die Sachen, damit es auch geschäftsmäßig, weil teilweise verdienen sie ihr Geld ja mit dieser Werbung, geklickt wird. Allein um die Klickzahlen zu haben, damit man diese Affiliate-Links und diese Tracker einfach untergebracht kriegt. Ja, ich bin ein ziemlicher Bastard, was das angeht. Das ist ein ganzer Haufen Arbeit. Das ist vielleicht keine schöne Arbeit. Aber wir geben den Leuten, was sie wollen. So fies das vielleicht klingen mag, die kriegen genau das, wonach sie verlangen. Und dass einige Leute hergehen und jetzt meinen, den Journalisten daraus einen Strick zu drehen, dass sie genau das kriegen, was sie kaufen, was sie klicken und wo sie ihren Adblocker runterfahren, finde ich schon ziemlich, naja, selbstgerecht. Ja, ich finde das selbstgerecht. Ich habe den letzten Satz von nicht richtig verstanden. Ich finde das selbstgerecht. Achso, der Vorwurf. Ich finde diesen Vorwurf, jetzt da ich Redaktionserfahrung auch habe, halt zum Teil hanebüchen und unverschämt. Aber die Argumentation, da war doch noch am Schluss eine Argumentation. Mit dem Adblocker. Sie kriegen, was sie wollen. Sie kriegen, was sie kaufen, sie kriegen, was sie klicken. Deswegen habe ich ja gesagt, Bildungsproblem. Ja, aber das löst du nicht durch den Journalismus. Genau. Ich habe gerade das Mikrofon in der Hand. Oh. Ich bin jetzt der Speaker. Genau, an der Stelle möchte ich mal einhaken, weil du das gesagt hast, wir liefern, was sie wollen. Jetzt auf das, was er gerade gesagt hat, ist das nicht wirklich auch ein Bildungsproblem irgendwo? Ist es nicht so, dass die Leute so billiges Zeug, wie du das sagst, ich meine, das ist ja immer Ansichtssache, aber ist es nicht wirklich auch ein Problem der Gesellschaft, das wir da haben, dass die Leute gar nicht keine hochwertigen Artikel mehr lesen wollen, weil sie es vielleicht gar nicht verstehen? Also nur als Frage, ich lese zum Beispiel auch ganz wenig Tageszeitungen mehr, weil eben SZ und Co. mir einfach jetzt, also es interessiert mich nicht mehr, was sie schreiben, weil das, was die schreiben, ist mir, sorry, zu flach. Ja. Oder ihr wird gehängt. Ja. Das ist auch immer das Problem, wenn du einen Spiegelartikel liest und dann sitzt einer neben dir, der sich in dem Gebiet auskennt und der weint dann oder so. Ja. Es ist immer dieses Runterbrechen eines Sachverhalts auf eine Ebene, wo nicht Fachkundiger hinterherkommt. Und ich hatte auch schon häufig mir den Spaß daraus gemacht, in meinen ollen Artikeln, wenn ich mal reinschreiben darf, zu versuchen, tatsächlich den Sachverhalt so weit runterzubrechen, aber immer noch, dass immer noch die Information enthalten ist, die ich eigentlich vermitteln möchte. Und das ist sehr, 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 sehr schwer. Das ist schwer. Insbesondere, wenn es ein Chip-Artikel ist, der eigentlich bloß über irgendeine Empörungsschiene läuft, wo die Leute draufklicken sollen. Und ich hatte neulich ein schönes Beispiel, weil da mal die ganze Belegschaft im Urlaub war und ich dann mal wieder einen Artikel schreiben durfte, das war total schön. Und da ging es um eine Schadstoffverordnung der EU, wo die Bild getitelt hat, Skandal! Weil die Bleiwerte in den Buntstiften, also die durften dann nicht mehr so hoch sein und die Kinder durften dann nicht mehr zeichnen. Das ist total traurig. Und das Lustige dran war, ich habe
hatte ein bisschen Zeit und ich habe da reingelesen und dann hatten sie noch so einen EU-Parlamentarier zitiert. Und Gott, ich muss das Ding jetzt mal ganz kurz aufrufen, sonst erzähle ich noch Scheiße. Ich hoffe, den haben sie nicht depubliziert. Ja, und dieser EU-Parlamentarier, Blei. Vielleicht noch mein Name nicht. Ich glaube, der FDP. Nee, warte. Irgendein anderer Typ. Also ein ganz toller Typ. Ah, genau. Also, ich lese ihn euch einfach vor. Wir machen mal ein Happening. Ich lese einen copyright-geschützten Text von mir aus der Chip. Das ist geil. Also, der Titel lautet: Irrer Krach in der EU. Wie viel Blei macht Kinder krank? Das war dann mein Kollege, der ist geil. Der macht aber voll die geilen Überschriften. Und dann habe ich geschrieben, die EU-Grenzwerte für Blei im Kinderspielzeug sollen strenger werden. Doch in Deutschland stößt die neue Vorgabe auf Kritik. Das ist der Teaser, damit ziehst du die Leute rein. Dann der erste Absatz, neue EU-Grenzwerte für Blei, die müssen wir immer machen, weil da müssen wir in der Überschrift drüber stehen. Die deutschen Grenzwerte für Blei im Kinderspielzeug sind sehr streng. Weil die Bundesregierung diese Bleigrenzwerte behalten wurde, wurden diese laut Ökotest sogar in einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die weniger strengen Bleigrenzwerte der EU durchgesetzt. So weit, so gut. Doch jetzt will die EU-Kommission ähnlich strenge Grenzwerte europaweit haben. Deshalb werden zumindest laut einem Bericht der Bild in Zukunft angeblich sogar bestimmte Buntstifte und Wassermalfarben verboten werden, weil viel zu viel Blei drin steckt. Dann kommt meine nächste Zwischenüberschrift. Deutsche Grenzwerte für Blei sind eh strenger. Auch Markus Ferber, CSU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, hält diese verschärften Grenzwerte für Blei im Kinderspielzeug für einen Schritt in die falsche Richtung. Es wäre besser, die großen Probleme anzupacken, statt Kinder in ihrer Kreativität einzuschränken. Lässt sich der EU-Parlamentarier, der in den Ausschüssen für Verkehr und Fremdenverkehr in Klammern dran, sowie Wirtschaft und Währung in Klammern Econ sitzt und von der sich von der Bild-Zeitung zitieren. Doch die deutsche Bundesregierung fand die Lockerung der EU-Grenzwerte für Blei im Kinderspielzeug so grenzwertig, dass sie geklagt hat, um die eigenen strengeren Grenzwerte behalten zu dürfen. Ähnlich strenge Grenzwerte wie in Deutschland sollen nun auch EU-weit gelten. Das war's. Also, klar kann man Schrott schreiben. Man kann sogar Schrott in, über 10 Seiten ungefähr schreiben und es kann dann auch Schrott hinterher sein. Die Kunst dabei ist, auf relativ komprimierten Raum die Informationen zu verpacken, mit denen man dem arglosen Verbraucher den Finger in den Arsch steckt und ein bisschen zu wackeln anfängt. Damit sie anfangen nachzudenken. Es geht um nichts anderes, es geht ums Nachdenken. Ja. Ja gut, das war der zweitverdächtige Hinterbäckler der CSU. Die FDP. Das habe ich mir schon gedacht. Also man könnte zum Beispiel auch mal über die Ökodesign-Richtlinie schreiben, da steht auch sehr viel Schrott in der Presse. Mhm. Aber ich meine, ich könnte jetzt polemisch sagen, also mit dem deutschen Journalismus geht es bergab, seitdem der Schneider seine Journalistenschule gegründet hat, aber... Meinst du Hans-Martin Schneider? Nein, Schneider. Ach, Schneider. Ja. Ach so, okay. Ja, gibst du mir vielleicht sogar recht. Ich sagte ja, das ist polemisch. Nicht? Ja, natürlich ja. Nicht. Also ich habe ja auch viel mit Journalisten gesprochen. Und erstmal also zu der Kritik DPA-Meldung. Ja, muss man auch aufklären. Die DPA ist ja eine Serviceleistung der deutschen Verleger. Ja. Das heißt, es ist beabsichtigt, dass die EBA von allen Verlagen also gegründet wurde und auch liefert. Das stellt dann sicher, dass eben möglichst wenig tendenziös berichtet wird. Weil die Verlage haben natürlich alle eine Tendenz, das ist ja sogar auch beabsichtigt, ja. Meinungsfreiheit, ja, Tendenz. Um eben möglichst objektive Meldungen zu haben, sind sie ja diesen Weg gegangen, also auch aus Kostengründen, aber aus meiner Sicht hat sich das eigentlich bewährt, weil wenn du die reine DPA-Meldung liest, dann kriegst du tatsächlich so ein Essential, also so gut wie man das als Journalist machen kann. Was dann dahinter steckt, also dass dann die Abgeordneten solche Statements abgeben oder dass die Politiker Unsinn erzählen, dafür kannst du ja nicht den Überbringer der Nachricht verantwortlich machen.
Richtig. Ja. Nicht, der muss das ja so, oder der, das ist ja seine Aufgabe, das zu melden. Ja. Insofern sehe ich also die Hälfte der Kritik, die du geäußert hast, eher an die Politik gerichtet und an unser politisches System gerichtet. Die andere Seite, und da hast du eigentlich schon gesagt, habe ich eben auch gehört, dass natürlich die Situation der Presse schwierig ist. Das heißt, die Verlage kämpfen eben um Marktanteile und das kriegen die Journalistinnen und Journalisten auch zu spüren. Habe ich auch von Kollegen von dir oder Journalisten. Also, sobald wir angefangen haben, auch nur das kleinste Gesetz irgendwie mal auseinanderzunehmen, zu sagen, worum es eigentlich geht, gehört, ach, das ist uns viel zu kompliziert, nicht, wir wollen lieber wissen, nicht, wollt ihr Tegel offen? Ja. Genau. Also, da ist schon diese Hohlschuld. Ist auch schon ein Problem, aber wo setzt man da an? Und da haben wir natürlich als Piraten einen ganz ausgezeichneten Programmpunkt. Wir möchten nämlich Medienbildung und in Klammern auch Verbraucherbildung als Pflichtfach in den Schulunterricht verankern und damit möglichst auch schon in der Vorschule anfangen, um den Leuten überhaupt klar zu machen, nach welchen Kriterien man bestimmte Dinge auswählt, nach welchen Kriterien man Informationen bewertet. Und wenn man da bei der Bildung ansetzt, ich meine, ich gehöre nicht zu denen, die immer sagen, Bildung ist das Allheilmittel, aber an der Stelle auf jeden Fall, dann kann man eben die Situation tatsächlich auch verbessern, weil dann haben wir wieder die Rückkopplung von der anderen Seite, sobald eben das Publikum auch andere Sachen nachfragt, regelt sich das dann auch. Da will ich kurz einhaken, also das Problem, das ich tatsächlich so ein kleines bisschen, nicht, nein, eigentlich ist es kein Problem, Bildung ist geil, Punkt. Aber mein Manko, deswegen bin ich auch so blass, ist, ich hocke eigentlich gerne am Rechner und ich lese wahnsinnig viel. Das war, als ich ein Teenager war oder auch ein Kind, war das nicht gerne gesehen zu Hause. Ich sollte gar nicht so viel lesen. Ich sollte gar nicht so viel vom Rechner sitzen. Ich sollte lieber rausgehen und spielen, ein rotes Bäckchen haben. Oder, und heute würde ein Steinmeier wahrscheinlich zu mir sagen, guck mal von deinem Smartphone hoch. Ja, das ist mir dann heute früh fast ins Klo gefallen, weil ich so geschockt war über diese Aussage. Aber ich meine, wenn ich es mir wirklich überlege, die Grundlagen sind da. Grundlagen von Medienbildung sind seit, und ich bin vielleicht, weil ich schaue nicht danach aus, ich bin 40 Jahre alt, die sind da, die sind in den Schulbüchern gewesen. Die waren früher da. Man konnte früher sagen, das ist ein Tabloid und das ist eine Qualitätszeitung und die machen ihre Nachrichten so und so und die machen ihre Nachrichten anders, das war alles in den Schulbüchern drin. Ob es in den Schulunterricht reinkam, war was anderes. Damit haben wir tatsächlich das Problem, dass es in den Schulen einfach nicht mehr stattfindet. Medienbildung findet in vielen Schulen schlicht und ergreifend nicht mehr statt, weil es an so vielen anderen fehlt. Und das ist wiederum ein Problem, da sind Politiker gefragt. Unter anderem auch wir. Und da haben wir dann... Tief rein. Da haben wir dann das... Die Rückkopplung wieder, dass sich an der Politik nichts ändern wird, sondern die Leute darauf warten, dass sich was ändert und nicht selber anpacken. Also ich glaube, dieses Bildungsproblem, wenn wir erst lösen, wenn wir in Deutschland eine andere demokratische Staatsform haben, die wirklich, so wie es die Piraten haben wollen, mit Liquid Feedback oder wenn es das noch gibt oder anderen Mitteln, Open Antrag, Informationsfreiheit, Bürgerbeteiligung, dann wird sich was tun, weil dann sind die Leute selber verantwortlich dafür, was in ihrem Staat passiert und dann wird es ihnen auch wichtig sein, dann werden sie sich informieren lassen und sich selber informieren. So ist meine These und ich würde gerne noch aussprechen. Und da komme ich dann zum Beispiel wieder zur Meinungsfreiheit. Haben wir eine Verfassung? Brauchen wir eine neue Verfassung? Ist das Grundgesetz eine Verfassung? Warum heißt es Grundgesetz und nicht Verfassung? Darf man in Deutschland laut sagen, dass wir unter US-Besatzung stehen? Darf man sich Gedanken jetzt machen? Jetzt wird es aber hässlich, Schätzchen. Nur ganz kurz, darf ich mir Gedanken machen, zum Beispiel es gab 1989 von der Bayerischen Zentrale für politische Bildung ein Buch, das hieß Was ist Deutschland? Leider wurde diese Literatur
in den Bibliotheken nicht weitergeführt. Was ist da mit der Meinungsfreiheit, wenn wir jetzt mal in Deutschland anfangen? Wenn wir mal in Deutschland anfangen. Danke! Schöner Zwischenruf. Wenn wir mal in Deutschland anfangen, das Grundgesetz ist eine Verfassung. Also den ersten Teil nicht vergessen. Sag mir den ersten Teil nochmal. Eine andere demokratische Staatsform, in der die Bürger wirklich selbst verantwortlich. Ach, die andere demokratische Staatsform, in der die Bürger dann im Grunde genommen wesentlich öfter ihren Arsch hochkriegen und auch sich wirklich informieren müssten, wo sie es jetzt noch nicht mehr alle 4 Jahre schaffen, zur Urne zu gehen. Meinst du die? Ja, erzähl mal. Gib ihm nochmal das Mikro. Ernsthaft? Ernsthaft. Das würde vielleicht erklären, warum manche Artikel so flach sind. Nein. Ja. Nein. Weil wenn ich einen flachen Artikel lese, ich, okay? Vielleicht nicht irgendwer anders oder irgendein Typ, der gerne AfD wählen würde oder irgendein Typ, den es halt einfach nicht interessiert und der den flachen Artikel frisst und schluckt und wieder rausscheißt als braune Meinung. Wenn ich einen flachen Artikel lese, dann mache ich Google auf oder mache ich DuckDuckGo auf und dann google ich oder DuckDuckGo ich, bis ich mich informiert fühle. Das bringe ich. Und du musst die Leute wieder geil darauf machen, dass sie das wollen. Nein, ich meinte nur, das war mir jetzt zu flach, was du da geantwortet hast. Ich sagte, erster Teil und andere demokratische Plattform dann oben. Ich soll doch jetzt mal bitte was sagen. Dann wollte ich eben sagen, das, was du gesagt hast, vor allem, ist mir zu flach und da wundert es mich dann nicht, wenn zum Beispiel deine Artikel flach sind. Oh, danke fürs Kompliment. Okay. Weiter im Text. Ja, das Grundgesetz ist eine Verfassung. Es steht bloß im Grundgesetz drin, dass das deutsche Volk sich eine Verfassung geben könnte. Das müsste dann durch eine Volksabstimmung durchgeführt werden, aber das Grundgesetz ist schon, das passt schon. Das ist eine Verfassung. So. Und was war denn dieser zweite Teil, wo es dann irgendwie sehr abstrus wurde? Das war bereits der zweite Teil. Nee, da. Was über die USA Mein Lieblingsthema, wir sind ja noch von der USA bis jetzt. Ja. Nein, sind wir nicht. wir haben mit den USA einen Haufen Abkommen geschlossen. Die USA hatte berechtigte Sorge, dass Deutschland kurz nach dem Krieg eigentlich wieder in eine Richtung rutscht, die doch ziemlich eklig ist. Ja? Und müssen jetzt eigentlich keinen Exkurs in Geschichte machen. Du redest mit einer Autorin von einem Buch oder beziehungsweise von einer Herausgeberin von einem Buch. Hermann Sinzheimer, Gelebt im Paradies. Das ist 1951 rausgekommen in Deutschland. Und wie ich dann bei meinen Recherchen in Auftrag herausfinden durfte, um erhebliche Teile, und ich rede um ganze Kapitel, beschnitten worden von einem Typen, der, als Deutschland noch groß war, Nazi-Liederbücher gemacht hat. Und unter anderem hat dann Sinzheimer, der Jude war, 38 ins Exil gegangen ist, dort gestorben ist, nach seinem Tod, den Marsch auf die Feldherrnhalle, den hat er immer komplett rausgeschnitten. Und er durfte das. Deutschland 1953, sorry, aber in den frühen 50er Jahren. So, und jetzt erzählst du mir mal, wie der Typ das konnte, wo wir doch von den USA besetzt sind und eigentlich keinen kleinen Finger in unserer kleinen widerlichen Nazi-Denke rühren durften. Das ging. Das ging deswegen, weil die Amerikaner, obwohl sie uns doch total besetzt haben, so schnell dabei waren, wieder Nazi-Kader reinzusetzen, Nazi-Richter zu bestellen. Und im Übrigen die gesamte Infrastruktur von vorn bis hinten mit Nazis auszustopfen, weil alles andere entweder emigriert war
oder vergast war. Die Presse nicht, muss man dazu sagen. Die kam irgendwann wieder. Das ist halt auch die Geschichte vom Grenzzentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland. Die kamen halt nicht alle wieder. Einige kamen wieder und die hatten dann damit zu tun, dass die ganzen Redaktionen der Medien in den 50er und 60er Jahren noch gut mit Alt-Nazis durchsetzt waren. Also bitte erzähl mir nichts davon, wir werden ja von den USA total besetzt und wir könnten deswegen unsere Meinungsfreiheit nicht ausüben, das ist nämlich Bullshit. Und bei sowas werde ich tatsächlich sauer. Ja, also da sind wir uns eh einig. Nein, sind wir nicht. Das ist Bullshit. Na klar, das ist halt ein Widerspruch, weil jetzt eigentlich sind wir ganz einig, aber du widersprichst mir. Also ich verstehe es jetzt nicht. Aber nein, das, was du zuletzt gesagt hast. Du hast vorhin erklärt, was wir noch von den Amerikanern besetzt werden, was halt völliger Schwachsinn ist. Sorry. Das hat er auch nicht erklärt. Nein, das ist Frage, denn er hat gesagt, wieso kann man nicht diskutieren. Das ist mein zweitliebster Strohmann. Das ist mein zweitliebster Strohmann, weil das hatte ich bei den Abendessengesprächen zu Hause immer ganz schön, als noch der Nazi bei unserem Tisch saß und meinte, über das darf man ja nicht reden, sonst landet man im Knast. Da kriege ich Ausschlag. Ich verstehe es echt nicht, dass man so künstlich Mauern hochziehen muss. Das weiß ich nicht. Redet doch ihr beide mal miteinander, aber nicht so. Na gut. Noch irgendeine andere Frage? Ich hätte noch einen kleinen Kommentar zu vorhin oder zu der Aussage kann gemacht, und zwar Meinungsfreiheit haben wir, was wir nicht haben, ist die Freiheit der unwidersprochenen Meinung. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass dich keiner anzeigen wird, verfolgen wird oder was auch immer wegen dem, was du sagst. Es gibt einige wenige Dinge, wie Holocaust-Leugnung und Ähnliches, da gibt es wohl Gesetze gegen, dass man das dann besser nicht sagen sollte. Aber grundsätzlich davon abgesehen haben wir Meinungsfreiheit. Aber der Punkt, warum ich eigentlich um das Mikrofon gebeten habe, war, dass ich ganz gern von dir eine Meinung hätte, ob man sowas umsetzen kann. Ich bin einer der wenigen noch existierenden Printmedien, Tageszeitungsabonnenten. Ich zahle jeden Monat 50 Euro und was ich persönlich ganz gerne hätte, wäre, dass es einen Bereich gibt, in dem man dann da nicht auf Clickbait oder Ähnliches setzt. Also sprich, ob es irgendwie möglich wäre, entweder sei es als Digitalausgabe dann im Zweifelsfall oder Ähnliches, einen Bereich zu haben, wo man sagt, hey, du bist bereits Abonnent, dich müssen wir nicht mehr anfixen und vielleicht geht es bei dir ohne. Damit ein Beispiel dazu gleich kommt, warum ich sowas sage. Ich habe vor kurzem eine Überschrift gelesen von der Zeit Online, da hat es mir den Magen umgedreht. Die Überschrift lautete, kostet der Kaffee bald mehrere Millionen Euro? Oh. Oder die Tasse Kaffee. Und geendet hat der Artikel, und das finde ich extrem bezeichnend, mit... Nein. das auch, aber... die mediale Stimmungsmache bei diesem Thema schürt ohne Grund Ängste und ist deshalb unverantwortlich. Großartig! Das ist Guerilla und Ruhe, das ist Guerilla. Wenn ich jetzt tatsächlich wieder aus dem Nähkästchen plaudere, feuern sie mich wahrscheinlich irgendwann, aber egal. Das ist tatsächlich so. Du kriegst ein Thema an die Hand und dann musst du eine möglichst dramatisch gedrehte Überschrift finden, damit drauf geklickt wird und am Ende kannst du auflösen. Habe ich auch schon gemacht. Okay. Also. Und das andere, was du gesagt hast, der Spiegel hat, soweit ich weiß, eine werbefreie Alte. Also wenn du Abonnent bist, dann kriegst du halt diesen Printspiegel auch schon im Voraus und kannst den lesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das werbefrei ist. Ja, gegen Werbung habe ich nichts. Werbung stört mich nicht. Ich hätte einfach ganz gern weniger reißerische Artikel, sondern die, wo eben... Ach so, meinst du Clickbait-Artikel? Ja. Wenn man die ganze... Wir haben Fakten und diese Fakten bringen wir ganz voll und die würde ich auch gerne lesen. Weil ganz ehrlich, diesen Artikel, den ich jetzt hier beziehe,
zitiere, den habe ich im Original erstmal nicht gelesen. Es hat eine ganze Weile lang gedauert, bis ich ihn gelesen habe, bis ich gelesen habe, dass im Endeffekt es darum geht, 1,7% Inflation tun niemandem weh. Aber ich habe ihn erst gar nicht gelesen, weil ich dachte, oh Gott, bei der Überschrift, was kommt als nächstes? Das war dann so diese Anspielung auf Reichsmark und Drittes Reich und fürchterlicher. Da ist mir anders geworden. Den habe ich erstmal völlig übersprungen. Aber kannst du das nicht einfach. Also, ich wiederhole das jetzt mal, weil er jetzt kein Mikro in der Hand hatte. Also, es war ihm halt einfach entsetzlich, dass mit diesem Artikel kostet die Tasse Kaffee bald ein paar Millionen Euro. Auch die Assoziation auf die große böse Inflation geweckt wurde und im Grunde genommen muss es sein. Fasse ich dich damit gut zusammen? Ja. Ja. Das ist immer ein schmaler Grat. Du musst die Leute kriegen. Du musst die Leute in den Artikel reinziehen. In der Form, das ist grenzwertig, weil ich meine, die Überschrift kann man anders drehen und dann ist sie vielleicht gerade noch so witzig und dann gehen die Leute vielleicht in den Artikel rein. Und das Problem dabei ist, man darf sich da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Mühe machen, weil es ist ja auch noch in gewisser Weise mit SEO verbunden, Search Engine Optimization. Und da hast du halt dann auch das Problem, dass du die entsprechenden Wörter auch in der Überschrift oder im Teaser unterbringen musst. Und das ist auch so ein Problem. Das heißt, das ist tatsächlich eine Kunst und ein überforderter Redakteur schafft es halt nicht immer. Oder ich meine, auch ein normal geforderter Redakteur schafft es nicht immer. Irgendwann haut es dir für da oben 5 Birnen raus und dann ist es rum. Aber man hätte dann, es gibt ja den schönsten Punkt der Mini-Unterschrift. Es gibt ja noch den schönen Punkt der Mini-Unterschrift, dass man dann einfach im Zweifel unter dieser reißerischen Überschrift den kurzen Satz packt, keine Gefahr der Hyperinflation. Einfach, das sind zwei Worte und jeder, der das liest, der weiß, okay, den Artikel kann man lesen. Also einfach so dieses, das dürfte Google nicht schaden oder anderen weniger datenhungrigen Suchmaschinen. Aber man hätte eben eine Möglichkeit, die Leute zu informieren, die sich gerne informieren wollen. Ich sag's mal so. Es gibt einen Haufen Leute, die können damit absolut nichts anfangen, aber wenn die Seiten solche Überschriften bringen, dann wissen sie, dass es geklickt wird. Das kann ich dir tatsächlich so bestätigen. Also, es ist dreckig. Es ist richtig, richtig schmutzig eigentlich und ist auch nicht schön, weil ich meine, es sagt zum Teil auch ziemlich viel über unser Publikum aus oder über das Publikum solcher Seiten. Ne? Aber es ist wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, wir geben den Leuten, was sie verlangen. Und das Problem dabei ist, ich musste auch teilweise kleine Videos bauen, die sogenannten Logics. Das sind diese Videos, wo du noch immer einen fetten Balken Schrift drunter hast. Und ich habe mir bei meinen ersten zwei, also ich habe eigentlich so einen 5-Stunden-Job. Ne? Ich habe dann 7, 8, 9, 10 Stunden da drinnen gesessen und habe da versucht, ein episches Budget zusammenzubauen. Und irgendwann kam die eine Videoredakteurin und meinte, was machst du da? Und ich versuche, ein episches Budget zu bauen. Und sie so, lass das. Sag ich, warum? Die klicken das nicht. Jedes Mal, wenn Neuer anfängt, epische Watchets zu bauen, muss er schmerzhaft erfahren, dass die Dinger nicht geklickt werden und dann passt er sich nach unten an. Dann werden sie halt kürzer, doofer und blöder und schlechter. Ja, das ist leider so. Das ist immer diese Feedback-Spirale, die hast du immer. Und wenn da nicht irgendwie mal ein Cut reinkommt, dann sind wir halt irgendwann bei der Idiocracy. Das ist das Problem. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals nach Feedback gefragt worden bin, jetzt mal so blöd gesagt. Klar, ich stehe nicht im Telefonbuch, dem Volk werde ich vermutlich von D-Map Media und wie sie nicht alle heißen, nicht angerufen. Aber man könnte zum Beispiel in... Du gehst auf die Seite. Ja. Du klickst einen Artikel. Ja. Tracker nimmt deine Verfolgung auf und ja, gut, daran scheitert es. Aber gut. Ja, aber bei allen anderen.
Und dann wird der Weg noch ein bisschen weiter verfolgt. Es wird gesammelt, was die Leute dann so im Allgemeinen mögen. Es wird ausgewertet, natürlich. Und das, so kommt es halt dann zustande. Ich meine, es ist ebenfalls unser Thema. Ja, aber da werde ich ja dann im Endeffekt, da werden ja im Endeffekt die Leute angezogen von den Artikeln, die von den Artikeln angezogen werden. Also es ist im Endeffekt eine selbstverstärkende Variante. Meine Hoffnung ist halt immer noch, dass man mehr oder weniger, auch wenn das vielleicht eine komische Idee ist, aber eine Parallelpresse erlaubt. Dass man, was weiß ich, wenn in der Zeitung einfach drin steht, Sie als Abonnent, wir wüssten ganz gern, welche Artikel lesen Sie oder was auch immer. Also im Rahmen von Wir Piraten wollen ja auch mehr Opt-in und weniger Opt-out, dass ich also nicht Feedback über irgendwas gebe, weil ich möglicherweise auf einen Link geklickt habe, vielleicht ja noch nicht mal absichtlich auf einen Link geklickt habe, auch das ist mir hin und wieder passiert bei Wurstfingern und Smartphone. Das ist aber so eine statistische Größe, das rechnen Sie raus, brauchst du keine Angst haben. Okay, gut, das tröstet mich ein wenig. Einfach der Gedankengang, wenn es beim Spiegel funktioniert, ich persönlich habe jetzt noch keinen wirklichen Spiegelartikel gelesen, der mich vom Hocker gehauen hat, aber das ist mein ganz persönliches Problem mit diesem Magazin. Ich lese immer ganz gerne New York Times und dann habe ich meine 10 Artikel, die ich lesen darf, voll und dann lösche ich meinen... Ja, das kenne ich, ja, natürlich. Aber im Browser geht es nicht mehr, es geht nur noch um Handy. Ja, nee, das mit den 10 Artikeln finde ich auch zum Teil ganz lustig, ja. Was mich dann fast dazu gebracht hat, dass ich mir lieber 3 Digital-Abos zulege und anstatt dann einem echten, wo ich billiger bei wegkomme. Aber ich frage mich halt schlicht und ergreifend, ob man da irgendwie versuchen könnte, die Artikel, die schon vorhanden sind. Also es geht mir jetzt nicht im Endeffekt wirklich nicht darum, dass für Konsumenten ein Versuch riskiert wird, Artikel neu zu schreiben, die dann im Zweifelsfall keiner liest, sondern dass man einfach sagt, hey, wir haben das journalistische Know-how, wir haben die Artikel bereits geschrieben und hier findest du die Artikel, die sauber recherchiert sind. Mach dir deine Meinung, bild dir deine Meinung, nimm den Zugriff wahr und wir versprechen dir, dass du zumindest nur in jedem 10. Artikel verarscht wirst. Oh Gott, ich würde es noch nicht mal verarschen nennen. Ja, sorry, das war ein blöde Wort. Nein, ist es. Ich fühle mich auch manchmal verarscht, ist ja nicht so. Nee, und das Problem ist halt die Frage, wie verschaffst du den Journalisten was zu essen? Das ist, ich hab gestern, als ich bei Enno hinten im Vortrag gestanden bin und er dann meinte so, islamischer Staat, das ist nur Geld. Und dann ich glaube irgendwas noch mit der Türkei, die verdienen Geld. Die wollen Geld verdienen. Ja, klar. Ich meine, es ist wunderschön, aber für die Idealismus meist dann nicht runter. Ciao, Thomas. die Frage, und das ist auch wieder ein ganz heißes Piratenthema, für das sie uns hassen. Also hassen, seht ihr die großen große Anführungszeichen, hassen. Nein, wir haben... Als Piraten haben wir ein Problem mit den Verlagen und die Verlage haben ein Problem mit uns. Weil wir sagen, liebe Verlage, ihr dürft eigentlich nicht mehr so viel Geld verdienen, wie ihr meint. Wir dürften nicht mehr jeden Scheiß machen und wir hätten eigentlich ganz gerne, dass das alles frei zur Verfügung gestellt wird. Jetzt mal blöd runtergebrochen, unsere Copyright-Vorstellungen, die natürlich nicht so blöd runtergebrochen sind, weil ich kenne die Publikationsbranche auch ein bisschen. Ich weiß, wie Bücher zustande kommen. Ich habe selber welche gemacht und für die vorhin erwähnte Sinsheimer-Geschichte habe ich keine Müdebank gesehen, bis auf die Tatsache, dass es Manuskript abgeschrieben hat. Ja? Und da bin ich jetzt auch nochmal fies, Deborah, verzeih mir. Solche Sachbücher kommen mittlerweile auch nur noch dadurch zustande, dass ein Verlag sagt, okay, ich mache das. Geht mal zu den Stiftungen und beschafft Kohle dafür. So weit sind wir mittlerweile. Und das
Ich weiß es von meinen Leuten in Penn, die vielleicht in einem ordentlichen Verlag mal ein Buch unterbringen. Und man hat ja immer so Vorstellungen. Man veröffentlicht ein Buch und dann schaltet der Verlag Anzeigen und dann besorgt dann der Verlag Kritiken und dann plant dir der Verlag eine Lesereise. Also diese ganze Vorstellung, die irgend so eine Frauenliteratur-Tante mal irgendwie vor 20 Jahren gebracht hat, das könnt ihr vergessen. Also Autoren sind die größten Typen in Eigenmarketing, machen nichts anderes. Die schauen, dass sie ihre Kritiken reinkriegen. Okay, sie schalten nicht gerade Anzeigen, das können sie sich nicht leisten, sie organisieren ihre Lesereisen. So. Und es ist im Grunde genommen eine gigantische Quersubventionierung, die auch der Steuerzahler trägt. Und für die Verlage ist es nach wie vor ein Geschäftsmodell. Und ich bin gar nicht böse drum, ich meine, ich bin den Verlagen nicht böse, aber man muss tatsächlich mal die Fakten auf den Tisch legen und drüber reden. Das ist das Wichtige dran. Ich glaube, jetzt machen wir Schluss, oder? Ihr habt leider Hunger. Günther, bitte mach das Mikro aus.